Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin endlich wieder da nach einem Monat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe echt vermisst, für euch Videos zu drehen, aber leider geht's halt nicht immer. Manche werden vielleicht denken, das liegt an der CPM von YouTube, also praktisch an dem Wert, wie viel man pro 1000 Klicks verdient. Die meisten großen deutschen YouTuber bringen deshalb im Dezember viele Videos raus, weil da sehr viel Geld bezahlt wird, weil die meisten wegen der Weihnachtszeit viel kaufen. Und im Januar sehr wenig, weil YouTube im Januar am wenigsten auszahlt. Das ist aber in meinem Fall nicht so. Ich bin im dritten Lehrjahr und deswegen bin ich auch genau jetzt in der Berufsschule, gerade in der Prüfungsvorbereitung. Und dann war Fashion Week, das heißt, ich war lange arbeiten, in der Schule ist sowieso sehr viel los und ich war zweimal krank. Die, die mir auf Insta und bei Twitter folgen, die wissen das. Ich hatte nämlich Fieber und war eine ganze Weile außer Gefecht gesetzt. Also das ist der Grund, warum keine Videos kamen. Nicht wegen dem Verdienst von YouTube. Und ganz ehrlich, ich verdiene mit YouTube sowas von wenig. Ich müsste das hundertfache verdienen, damit ich davon leben könnte. Also da bin ich noch weit von entfernt. Deswegen nicht denken. YouTube ist für mich ein reines Minusgeschäft, wenn ich nur an die Kamera denke. Die Kamera ist schon teurer als das, was ich hier mit YouTube eingenommen habe. Das ist ein reines Hobby und eine Unterhaltung für euch. Das ist ja nur ein reines Infovideo und ich halte dieses Infovideo, obwohl ich die meisten recht langweilig finde, in dem Fall für äußerst sinnvoll, weil es eine ganze Menge Dinge zu berichten gibt. Wie zum Beispiel, ich habe 3 YouTube-Kanäle und das ist schon eine ganz krasse Anzahl, um die man sich so kümmern muss. Obwohl ich mich eigentlich nur um 2 Kanäle hauptsächlich kümmere. Das ist einmal die Artchecker, das ist der Kanal, und einmal ist das Tech-Check, der Kanal, wo man irgendwie nie einen Namen findet, weil irgendwie da ganz verschiedenes Zeug draufkommt. Und ich möchte das Ganze ein bisschen eindämmen. Ich möchte nicht noch einen Kanal eröffnen, wo ich von beiden Kanälen die Vlogs hochlage. Das ist einfach viel zu viel und viel zu unstrukturiert. Deswegen machen wir das Ganze ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr seid damit ja nicht böse, aber für mich ist das deutlich einfacher. Alle Technikvideos, also nicht nur Veranstaltungstechnik, auch Medientechnik, das heißt Kamera und so weiter und so fort, viel Videolicht und so ganzen Blödsinn, ja, wandert alles zu DLR-Checker. Auch solche Tests und Checks, wenn ich mal kurz eine Bose Solo habe. Das geht alles zu DLR-Checker und nicht mehr teils da, teils hier. Das heißt, wir unterscheiden nicht mehr Veranstaltungstechnik und Konsumertechnik. Alles kommt jetzt hier, das ist jetzt ein reiner Technikkanal. Natürlich noch der größte Schwerpunkt Veranstaltungstechniker, das ist einfach natürlich klar. Also ich werde jetzt hier nicht zum Kilian oder zum Felix Bar, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also nicht, dass die schlecht sind, ich meine jetzt nur vom Schwerpunkt her, logisch, oder? Das heißt, auf den Zweitkanal Tech-Check kommen nur so Dinge wie Comedy-Videos, wir haben gerade mit unserer TNT-Show wieder angefangen. Ja, bitte nicht zu ernst nehmen, die ist verdammt peinlich, verdammt dämlich, aber wir wollten halt, ich will auch mal andere Videos machen als nur Technik, ich möchte auch zeigen, wie bescheuert ich eigentlich bin. Und das kann man in diesem Video sehr gut, deswegen haben wir unsere TNT-Show, eine Comedy-Show, wieder ins Leben gerufen. Die Folge 1 ist online, könnt ihr mal in der Videobeschreibung auschecken. Des Weiteren machen wir solche Videos hier. Voll mystisch. Ja, das ist gerade das neue Intro, was ich gemacht habe aus Beelitz. Ich musste aus wenig Videomaterial irgendwie ein Intro zusammenschneiden. Das Video dazu auch unten in der Videobeschreibung. Also wir machen auch viele Lost Place Dinge. Das heißt Tech Check, Vlog, Comedy, Lost Place, DLR-Checker, Medientechnik, Veranstaltungstechnik und auch Baututorials, wie man mit diesem Thema, was da damals auch bei TechCheck gelandet ist. Das kommt jetzt auch auf meinen Hauptkanal hierher. Dann möchte ich ein sehr ernstes Video ansprechen, und zwar ist leider im Jahre 2016 sehr viel Scheiße passiert, wenn man das Thema YouTube Deutschland sich mal anguckt. Stichwort ApoRed, Leon Mascher, Miguel Pablo, dann was mit Mimi gemacht wurde, ja, und also das ist einfach, oh, ich finde dafür keine Worte und ich möchte gar nicht, dass das Thema zu doll ausbeulen. Aber ich habe mittlerweile mir eine riesengroße und auch teilweise krasse Meinung über deutsche YouTuber gebildet und möchte nun euch fragen, weil es nämlich absolut kein Technikvideo ist, ob ich so ein Video machen soll, wo ich meine Meinung dazu äußere. Das Video würde ein bisschen länger gehen, bestimmt so 15 bis 30 Minuten. Mit meinem Kumpel vielleicht zusammen, und da werde ich über YouTube reden, was ich davon halte, weil es ist sehr viel Scheiße passiert, es sind jetzt sehr viele Dinge passiert in diesem Jahr, die wahrscheinlich gar nicht alle mitbekommen haben, die ich für absolut krank und dämlich halte, aber natürlich auch richtig coole Sachen. Darüber möchte ich gerne mal reden, aber das ist komplett eure Entscheidung, also schreibt es bitte unten in die Kommentare, ob ich meine Meinung zu YouTube Deutschland mal publik machen soll oder ob das trotzdem ein reiner Technikkanal bleiben soll und ich lieber meine Klappe halten soll. Also, wenn ihr sagt, nein, ich möchte es nicht sehen, heißt das nicht, dass ihr jetzt mir meinen Mund verbietet, sondern dass es einfach nicht passend ist. Dann habe ich eine kleine Überraschung für Lexi-Bexi gebaut. Und zwar bin ich ja, wie ihr wisst, also ich baue ja alle meine XLR-Kabel und meine Schokokabel alle selber. Da habe ich ja schon auch ein Tutorial drüber gemacht, wie man das macht. Löten und so weiter und labeln. Und ich dachte mir,
Hey, mein Kanal auf YouTube ist so klein, das sieht Alexi Bex sowieso nie, deswegen kann ich es euch auch mal zeigen. Ich habe für den Alexi ein Kabel gebaut, weil er hat ja ein Studio und hat auch viele Geschenke schon von Abonnenten bekommen. Oder ich ihn sehr gerne gucke, wollte ich auch mal ein Geschenk von mir machen. Und er hat da ein Studio-Mikrofon vor Sennheiser zu stehen. Aber hat da so ein dämliches rotes Kabel zu hängen. Und dachte ich mir, warum soll da kein Kabel hängen, was nur Alexi Bexi gehört und was auf seinen Namen und sein Logo gelabelt ist. Ich nehme jetzt mal die zweite Kamera und zwar sieht das Ganze so aus. Ein an sich, finde ich, recht gut gelungenes Alexi Bexi Logo. Das heißt gut gelungen, einfach ausgedruckt und reingelabelt. Aber ich hoffe, er freut sich darüber. Die meisten haben es schon mitbekommen durch Facebook und so weiter. Ich habe jetzt Instagram oder Instagram, wie sie meist noch nennen wollen. Und ja, ich weiß, ich bin endlich im 21. Jahrhundert angekommen. Und da gibt es auch recht lustige Dinge zu sehen. Also wenn ihr sehen wollt, was ich so auf Arbeit mache, was da für coole Bausche manchmal sind oder in meinen Stories, was ich gerade hier im Schnitt mache oder was neue Pläne für Videos sind, so ganze Hintergrundsachen und so weiter, dann checkt doch mal den Link in der Videobeschreibung aus. Da findet ihr auch den Link zu meinem Instagram-Account und da seht ihr eine ganze Menge Blödsinn, aber auch coole Sachen von mir. Und bei Twitter genau das Gleiche. Da hört euch manchmal so ein paar Informationen, Background-Informationen oder frage andere YouTuber, warum sie denn so sind, wie sie sind. Ja. Ja, geht's dir schon besser? Ja, sehr gut sogar. Sehr gut, dann nicht übertreiben, nicht, dass du wieder krank wirst. Nein, das mache ich nicht. Der Eige hat angerufen. Also vielen Dank fürs Anschauen für dieses kleine Informationsvideo und ich möchte noch mal auf eins genau hinweisen. YouTube hat seine Erinnerungstechniken geändert. Das heißt, ihr bekommt nicht mehr alle Videos von mir, sag ich mal, angezeigt, wenn ich ein neues hochlade. Deswegen nur auf den Abonnieren-Button zu drücken, reicht da nicht mehr aus. Deswegen müsst ihr auf diese kleine Glocke, die daneben ist, raufklicken. Dann fragt euch YouTube, ja, wollt ihr von dem erinnert werden? Und dann drückt ihr OK. Für die, die es nicht wollen, bitte sehr. Aber falls ihr euch wundert, warum ihr von mir keine Videos mehr angezeigt bekommt, das liegt daran, dass ihr bei mir diese Glocke aktivieren müsst. Das ist bei jedem YouTuber so und dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald bei mir ein neues Video online kommt. Ich habe noch ein paar neue Dinge auch in Planung. Frag Nico kommt wieder und vor allem haben wir ein sehr großes Projekt in Planung und ich kann mal kurz ganz spontan diese Skizze suchen. Wartet mal. Hab sie. Und zwar sieht die ganze PA so aus. Pro Seite wollen wir zwei Doppel-12-Zoll aufeinander machen. Entweder eine Kiste, also praktisch eine Transportkiste, die genauso aussieht als Abstandshalter oder einfach nur ein Single 12 Zoll Bass, Entschuldigung. Und darauf werden dann 8x1 Zoll Line Array Top-Teile gesteckt oder sie werden sogar geflogen. Ein Line Array Modul soll dann mit einem Beamer oder einem Fane Treiber bestückt werden, weil die halt relativ günstig sind, aber noch sehr, sehr gute Leistungen bieten. Und darauf kommt dann noch ein B und C und eine Waveguide von P Audio. Ich bin gespannt, wie das Projekt wird, weil es ist finanziell doch echt ziemlich schwierig machbar, aber ich bin trotzdem sicher, dass wir es hinkriegen werden und bald werden auch die Prototypen gebaut. Das war jetzt genug Eigenwerbung. Eigenwerbung stinkt sowieso und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Ciao!